Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder einen 1-Euro-Shop-Haul von mir im Schnelldurchlauf, weil mein kleiner Enkel ist unten und der wartet auf seine Spielsachen, die ich für ihn gekauft habe. Boah, guck mal, das hat er sich ausgesucht hier. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ohne Brille kann ich das alles gar nicht so richtig sehen. Das fand er jedenfalls richtig toll und das musste unbedingt mit. Als nächstes, da waren wir im nächsten 1-Euro-Shop. Denn da gab es diese hier, sonst hätte ich natürlich nicht beide gekauft. Denn eins reicht ja zurzeit. Er kriegt ja eh jeden Tag Spielsachen von mir aus dem 1-Euro-Shop-Laden, weil ich die immer so süß finde. Aber die haben wir erst später gesehen, deswegen habe ich die mitgenommen. Dann ist hier schon ein Auto aufgerissen. Das habe ich auch gekauft. Er will immer diese billigen Autos. Es gibt ja noch viel hochwertigere und schönere, aber er wollte unbedingt das haben. In Rot diesmal. Davon hat er schon drei andere. Dann habe ich mir noch eine Luftpumpe mitgenommen, weil ich die immer so im Notfall brauche. Ich habe auch noch eine teure, aber ich dachte mir, wenn mein Fahrrad tatsächlich mal unterwegs schrottet, meine Reifen, dann kann ich die damit wenigstens mal aufpumpen. Die andere ist nämlich relativ groß. So, dann habe ich hier schon mal was in Plastik eingepackt, weil mein kleiner Enkel sich das auf dem Spielplatz in die Hände gepumpt hat. Er wollte unbedingt diese 1-Euro-Shop Kinderseife haben. Und sie riecht fruchtig, würde ich sagen. Fruchtig, süßlich, wie es halt für Kinder so gedacht ist. Finde ich recht teuer für 1 Euro, keine Ahnung. Ich glaube, die kriegt man vom Balea auch noch günstiger. Aber ich weiß es nicht. Kinderseife kaufe ich ja äußerst selten. Dann haben wir, jetzt muss ich mal hier, mein Rossmann-Haul ist hier nämlich auch drin, dass ich den nicht aus Versehen noch mit hier reinhalte, denn da folgt der nächste Haul. Das ist aber von Diadermine, ohne Brille, Leute, ist das natürlich nicht so gut. Von Diadermine, und zwar muss ich dann doch die Brille aufsetzen, weil das Kleingedruckte kann ich natürlich so nicht lesen. Das ist eine Augenkontur, ultraklettende Antifalten-Augencreme im 1-Euro-Shop-Laden. Leute, das müsst ihr jetzt, da müsst ihr hin und kauft euch das. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das von schlechter Qualität sein kann. Das ist von Rossmann, leider. Oh, bin hier jetzt echt voll verplant. Dann das nächste von Diadermine. Ich habe da, glaube ich, 4 Stück gekauft. Ist eine CC Anti-Fleckencreme gegen dunkle Flecken und Pigmentstörungen. Auch im 1-Euro-Shop, ne? Nicht vergessen. Das werden wir auf jeden Fall alles zusammen austesten. Und dann nochmal Diadermine. Lift sofort straffer. Ist eine Augen-Gel-Creme, die auch straffen soll. Das werden wir alles testen und ausprobieren. Ich weiß noch nicht, im nächsten oder vielleicht im übernächsten Video werden wir das zusammen machen. Ich weiß aber genau, dass ich hier noch ein Produkt habe von Diadermine. Genau, das ist nämlich ein Lift- und Sofortretuscher, samtige Make-up-Basis. Retuschiert in 5 Sekunden, Straffeffekt und gleichmäßiges Hautbild. Auch das werden wir natürlich unbedingt zusammen austesten. Dann habe ich aber jetzt doch dieses andere Auto gefunden, hätte ich fast gesagt, von Matchbox. Die haben nämlich ganz viele gerade von Matchbox an diesem Regal hängen. Da ist noch ein Spiel, eine Spielsache dazwischen gerutscht. Jetzt, ich hoffe, ihr verzeiht mir das ein bisschen durcheinander gerade der Haul, aber ich habe den völlig unvorbereitet jetzt eben schnell abgedreht, damit ihr den auch möglichst schnell online habt. Denn diese Diadermine-Sachen, also dies, das ist nämlich übrigens kein Schiff, sondern kein Auto, sondern ein Schiff. Wollte auch unbedingt haben, denn diese 4 Sachen, die fand ich richtig interessant, Leute. Da geht doch bitte mal hin, guckt euch das an. Testen kann man da ja immer leider nicht, aber ich werde das für euch machen. Aber vielleicht sind die dann schon weg, ne? Wenn ich das, bis ich das Video hoch habe. Ich kann das zwar schnell drehen, aber leider lädt YouTube meine Videos ja nicht so schnell hoch. Das ist immer das Problem. So, und jetzt habe ich noch einen Geheimtipp für euch. Und zwar diese beiden Handcremes. Das ist eine Hand- und Nagelcreme. Ich glaube, ich habe das nämlich in Rot unten und jetzt habe ich mir 2 andere Sorten gekauft. Eine Hand- und Nagelcreme, genau. Und diese, also ich habe sie in Rot, hatte ich euch in meinem letzten 1-Euro-Shop-Haul gezeigt. Und Leute, das ist die beste Handcreme, die ich jemals in meinem Leben ausprobiert habe. Ich habe schon viel ausprobiert. Meine Hände sind wirklich den ganzen Tag im Wasser, sie sind rau im Winter. Rissig zum Teil, aber diese Handcremes in der roten Variante, diese beiden habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich denke mal, dass die Formulierung die gleiche sein wird, sondern nur der Geruch sich unterscheidet, ist wirklich toll. Und zwar die andere, die ich habe in Rot, die riecht nach Kaugummi, ganz ekliger Geruch, so nach so einem abgestandenen Kinderkaugummi. Geruch ist furchtbar, aber die Wirkung ist toll. Ihr habt erstmal so ein klebriges Gefühl und dann ist es aber rupsibups eingearbeitet in die Hand und dann ist die Hand samtig weich und diese, das hält auch lange an.
Also die Haut ist lange mit Feuchtigkeit versorgt. Also eine einzigartige Creme. Und sie fettet überhaupt nicht nass. Sie zieht vollständig in die Haut ein. Nur am Anfang fühlt sich das wirklich schmierig und eklig an, wenn man das aufträgt. Aber ist innerhalb von einer Sekunde ist das eingezogen und ist wirklich ein ganz toller Effekt. Also diese Dinger müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Kauft eine, die kostet nicht viel, 1 Euro. Könnt ihr in die Nägel einmassieren, in die Hände einmassieren und schreibt mir mal in die Kommentare bitte, ob ihr die auch so toll findet wie ich. Ich habe sie, wie gesagt, jetzt in 2 anderen Varianten. Ich habe sie in Rot probiert, aber wie gesagt, das kann ja nichts anderes sein. Ja, Leute, und dann habe ich noch eine Maske. Diesmal habe ich eine Peel-Off-Maske. Was sollst du denn machen? Die hatte ich ja schon mal in der roten Variante und war davon sehr begeistert. Das war eine Thermomaske, die gibt es auch noch. Die habe ich ja aber schon, die hatte ich euch schon mal in einem Haul gezeigt. Jetzt habe ich sie hier in dieser grünen Variante. Und was machst du für normale Haut? Eine Stress- und Refresh-Maske. Also sie beruhigt anscheinend die Haut ein wenig. Das werden wir jetzt vielleicht auch nochmal zusammen austesten. Das weiß ich noch nicht genau. Da bin ich jedenfalls gespannt, denn von der roten bin ich auch begeistert. So, meine Lieben, ich hoffe, dieser kleine, schnelle Haul hat euch gefallen und geht mal hin und guckt euch die Diadermine Sachen an. Die sind nämlich normalerweise sehr viel teurer. Ich weiß nicht, 5, 6 Euro, glaube ich, kosten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir diese Sachen lange nicht gekauft, aber ich denke mal, ne? Und alles für uns, für unsere ältere Haut gedacht, also was wollen wir mehr. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr mir zugeschaut habt. Lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr vielleicht noch andere Videos von mir euch anschauen wollt, die Glocke wäre da auch hilfreich, dann werdet ihr erinnert und ein Daumen hoch wäre auch nicht schlecht, da würde ich mich riesig drüber freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.